Ich möchte mit dir jetzt ein bisschen jonglieren, aber nicht mit Bällen, sondern mit Zahlen. Und zwar geht es darum in dem Video, dass wir uns aus höheren Stellen Mengen ausleihen und die in die kleineren Stellen verschieben. So ähnlich wie wir das beim Minusrechnen immer gemacht haben, wenn wir uns was ausleihen aus einer höheren Stelle. Gucken wir uns das mal an. Wir haben hier 675. Ich habe die schon mal in erweiterter Form aufgeschrieben, weil die 6 steht in der 100er Stelle, macht also 600 Einer. Die 7 steht in der 10er Stelle, bedeutet quasi 70 Einer. Und die 5 steht in der 1er Stelle, also hast du noch 5 Einer. Jetzt möchte ich mir aus der 100er Stelle hier 100 ausleihen. Was passiert dann? Dann habe ich nicht mehr 600er, sondern 500er. Also nicht mehr 600 Einer, sondern nur noch 500 Einer. Jetzt habe ich 100 übrig und ich gebe die jetzt mal einfach aus Spaß an der Freude in die 10er Stelle. Wenn ich hier 70 plus 100 rechne, dann habe ich nicht mehr nur 70 Einer, sondern dann habe ich 170 Einer. Wie drücken wir 170 aus als 10er? Es sind nicht 7 Zehner mehr, sondern jetzt sind es 17 Zehner. Ja? Also muss hier eine 17 hin. Du hast 17 Zehner jetzt. Jetzt leihen wir uns einfach mal einen Zehner aus der Zehnerstelle. 17 minus 1, das ergibt 16. Unsere 170 minus 10 ergibt 160. Und jetzt haben wir 10 übrig und die können wir in die Einerstelle verschieben. Wir haben also nicht nur noch 5 Einer, sondern jetzt haben wir 5 plus 10. Die habe ich hier vergessen. 5 plus 10 haben wir also 15 Einer. Das heißt, wir machen aus unseren 5 Einern jetzt 15 Einer. Kannst du ja mal schnell kontrollieren, was ist 15 plus 16 Zehner plus 500er? Ja, müsstest du wieder bei 675 ankommen. Machen wir noch zwei weitere solcher Übungen, einfach damit wir ein bisschen zügiger jonglieren können. Also, ich leihe mir jetzt mal aus 200er. Was sind 600er minus 200er? 400er, also aus der 600 wird eine 400. Jetzt habe ich 200 übrig. Ich möchte gerne 100 verschieben in die 10er Stelle und eine andere 100 verschieben in die 1er Stelle. Was passiert dann mit unserer 70? Das ist genau wieder oben, das wird dann zu 170. 170 Einer ist das gleiche wie 17 Zehner, muss ich also auch wieder hier hinschreiben. Wenn ich jetzt hier meine 5 Einer angucke und 100 dazu schmeiße, kriege ich wie viele Einer? 105, ganz genau. Das heißt, wir kommen hier zu 105 Einern. Und genauso wie eben, 105 Einer plus 17 Zehner plus 400er ergibt wieder 675 Einer. Ein letztes Beispiel. Jetzt sind wir mal gewalttätig und sagen, weg mit den 100ern. Ich will alle 600. Okay, nehmen wir uns von den 600 alle weg. Haben wir nur noch 0 Hunderter übrig. Jetzt haben wir 600er. Was machen wir mit denen? Ich finde, wir geben 400 hier zu den Zehnern und dann nochmal 200 hier zu den Einern. Okay, was passiert mit unseren 70 Einern, wenn wir 400 Einer dazu schmeißen? Dann kommt in der Zehnerstelle hier auf einmal eine 470 vor. Was sind 470 Einer als Zehner ausgedrückt? Ich hoffe, das siehst du jetzt schon ganz gut. Es sind 47 Zehner. Ja? 47 mal 10 ergibt 470. Und jetzt haben wir noch die Einer. Also statt 5 haben wir jetzt nicht nur 5, sondern 205 Einer. Und bei der letzten Stelle ist es immer ganz einfach. Da müssen wir einfach die Einer so hinschreiben. 205 Einer. Rechne dann nochmal bitte 205. Plus 470, da kommst du schon wieder zu 675. Also unser Herumschmeißen von Zahlen aus den verschiedenen Stellen in andere Stellen war erfolgreich.